Tatort Schule. Sexuelle Übergriffe an Schulen sind auch in Salzburg immer noch ein Tabuthema. Dabei muss sich Österreichs Bildungspolitik klar gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen positionieren. Verpflichtende Gewaltschutzkonzepte an Schulen und damit die Förderung von moderner Aufklärungsarbeit sind daher alternativlos. Jetzt im So-Wochenkommentar. So, dein Wochenkommentar für Salzburg. Heute mit Tanja Greidenhuber. Sexualität ist immer noch etwas, worüber an Schulen nicht ausreichend gesprochen wird. Tabuisiert man Sexualität, tabuisiert man auch sexuelle Gewalt und vermittelt Kindern und Jugendlichen damit, dass sie über dieses Thema nicht sprechen dürfen. Auch nicht, wenn sie Übergriffe erleben. Tatsache ist, sexuelle Gewalt an Schulen existiert und wird nicht weniger, wenn weggeschaut und geschwiegen wird. Es seien die Missbrauchsfälle durch Lehrkräfte erinnert, bei denen sich die TäterInnen jahrelang ohne Interventionen an Kindern und Jugendlichen vergreifen konnten. Wie zuletzt der Fall eines Wiener Lehrers zeigte, der 15 Jahre lang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht hat. Schweigen ist deshalb keine Option. Ein Umfeld mit klaren Regeln und eine Vertrauensbasis müssen geschaffen werden, um Unsicherheiten vorzubeugen. Vor allem auch auf Seiten der schutzbeauftragten Erwachsenen. Es braucht für Schulen verpflichtende Gewaltschutzkonzepte, die Lehrkräften deutliche Verhaltensmuster bei sexuellen Übergriffen vorgeben. Diese schützen Kinder nicht nur vor Gleichaltrigen, die Schamgrenzen überschreiten. Indem Schulen sich mit einem Konzept gegen sexuelle Gewalt klar nach außen hin positionieren, schützen sie sich auch vor erwachsenen TäterInnen. Denn schwammige Strukturen und ein tabuisierender Umgang mit Sexualität machen es TäterInnen leicht, in diesen elementaren Lebensbereich von Kindern und Jugendlichen sexuelle Straftaten zu begehen. Aufklärungsarbeit muss deshalb unabdinglicher Bestandteil eines Gewaltschutzkonzeptes sein. Zu richtiger Aufklärungsarbeit gehört es, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass Grenzen gesetzt und respektiert werden müssen und dass es immer in Ordnung ist, um Hilfe zu bitten. Der Appell lautet: Aufmachen und über Sexualität und Grenzen sprechen. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Bereich der sexuellen Gewalt darf nicht länger unter den Teppich gekehrt werden. Bund und Länder müssen dabei endlich genügend Fördermittel in solche Institutionen fließen lassen, die Österreichs Schulen mit Aufklärungsarbeit unterstützen und Fortbildungsangebote für Lehrkräfte schaffen. In Salzburg etwa setzt sich die Fachstelle Selbstbewusst zum Ziel, mit Aufklärungsarbeit das Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen zu stärken, um so auch einem möglichen sexuellen Missbrauch vorzubeugen. Solche Unterstützungsmöglichkeiten sind dringend notwendig, können Präventiv- und Interventionsarbeit gegen sexuelle Gewalt an Schulen doch nur dann gelingen, wenn Lehrkräfte wissen, was sexuelle Grenzüberschreitung überhaupt bedeutet, wie sie aussieht und wie richtig zu handeln ist. Wegschauen und Totschweigen sind keine Option mehr.